Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute eine skandinavische Spezialität, den sogenannten Gravid Lachs. Was das ist, was wir dafür brauchen, das seht ihr alles in diesem Video. Viel Spaß! Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, letztes Jahr im Dezember habe ich ja schon mal einen Lachs zubereitet, im Sinne von Kalträuchern. Also das ganze Spielchen, was wir heute machen, der sogenannte Gravid Lachs, ist im Prinzip das allergleiche, nur mit dem kleinen feinen Unterschied, dass da nicht geräuchert wird. Gravid Lachs ist skandinavisch und heißt so wörtlich übersetzt so viel wie eingegrabener Lachs. Also früher, als noch keine Kühlmittel zur Verfügung standen, da wurde der Lachs bei den Skandinaven eingegraben, einfach um den haltbar zu machen. Auf solche Geckern braucht man heutzutage nicht mehr zurückgreifen, in Zeiten, wo es einfach Kühlungen gibt. Aber vom Prinzip her ist das alles dasselbe, nämlich das Ganze wird eingesalzen bzw. gebeizt und dazu musst du eine Beize herstellen. Und wie wir das alles machen, wie wir diese Beize herstellen und ja, was wir da noch alles brauchen, das schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen erst einmal an. Es gibt selten Gerichte, wo man für so ein geiles Endergebnis so wenige Zutaten braucht. Hier ist es aber mal soweit. Als Hauptdarsteller haben wir hier einmal einen Lachs. Das ist Lachsfilet, ist gutes Kilo, was ich hier habe. Wir brauchen Pfeffer, wir brauchen jede Menge Dill. Das sind zwei Bunde, die ich hier habe. Eine Bio-Zitrone, dann haben wir hier noch Zucker und wir haben Salz. Und bevor wir jetzt unsere Beize herstellen, für euch noch die Info. Rezept und genaue Mengenangaben gibt es unten in der Videobeschreibung als PDF-Datei. Und dann hätte ich gesagt, starten wir durch. Wir starten mit unserem Dill. Dill ist für mich so eines der geilsten Kräuter, die es eigentlich gibt auf dem Planeten. Und da müssen wir nicht großartig rumzupfen. Ihr nehmt den einfach so als Ganzes, wie ihr habt, mitsamt der Stänge. Und dann werden wir uns hier einfach nur den Dill schön klein hacken. Also da könnt ihr euch auch wirklich ein bisschen Zeit lassen, dass der wirklich schön fein wird. Aber das solltet ihr alle hinbekommen. Den Dill gebt euch jetzt in eine Schüssel rein und da dürft ihr dann das Salz dazugeben. Genauso wie den Zucker. Eine großzügige Portion von frisch gemahlenem Pfeffer. Da müsst ihr auch nicht sparen. Wir brauchen den Abrieb einer Bio-Zitrone. Da schaut ihr, dass ihr wirklich nur das Gelbe erwischt und nicht das Weiße. Das Weiße neigt dazu, bitter zu sein. Zitrone ist ja auch unerlässlich für so Fischgerichte. Einfach um ein bisschen Säure dran zu bekommen, ist ja auch eine der goldenen 3S-Regeln. Salzen, säubern und säuern. Dann wird unsere Beize hier einmal großzügig durchgemengt, dass sich alles gut vermengt, gut vermischt. Wer das Ganze jetzt auf die Spitze treiben will, auf richtig traditionelle skandinavische bzw. auch norwegische Art, da gibt es diesen sogenannten Kümmelschnaps, nämlich den Aquavit, Linie Aquavit und wie sie nicht alle heißen. Da könnte man noch einen Schuss mit dazugeben. Das ist rein optional, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und in diesem Sinne ist unsere Beize dann auch fertig. Dann schnappt euch jetzt hier so eine Konsistform und ihr gebt 2/3 der Beize schon mal in die Konsistform hinein. Verteilt das Ganze ein bisschen, dass einfach alles schon mal ein wenig bedeckt ist. Das muss nicht über die komplette Fläche verteilt sein, sondern etwa nur die Breite, wie unser Lachs hat. Und dann geht es auch schon los mit dem Einbeizen. Ihr schnappt euch euren Lachs und legt den mit der Hautseite nach oben auf die Beize drauf. Wie gesagt, schauen, dass überall was von der Beize ist. Und das restliche Drittel von unserer Beize, das wir uns aufgehoben haben, gehen wir jetzt oben auf die Haut drauf. Und auch hier wird alles nochmal verteilt. Am Ende sollte wirklich überall der Lachs mit bisschen Beize bedeckt sein. Und das ist ein Geruch hier, Freunde. Fantastisch. Also dieses würzige, zitronige Dill-Aroma, das man hier hat. Mega genial. Dann sind wir schon fast fertig. Ihr schnappt euch jetzt eine Frischhaltefolie und gebt die hier über den Lachs drüber. Das Ganze muss nicht eingewickelt sein, sondern einfach bloß hier flach aufliegen. Mit dem Brett werden wir jetzt den Lachs hier andrücken. Das hat den Hintergrund, dass der einmal gleichmäßig stark wird und das ganze Salz bzw. unsere Beize unten schön aufnimmt.
Das ist alles, was wir mit unserem Fisch jetzt hier machen können. Durch die Beize wird dem Fisch jetzt das Wasser entzogen. Das ist der Effekt, den wir hier eigentlich brauchen. Was ihr noch machen könnt, ist, dass ihr euch jetzt auf euer Brett hier ein Gewicht drauf gebt. Einfach, dass das Ganze schön beschwert ist, dass der Fisch wirklich immer permanent mit der Beize im Kontakt ist. Ja, und von der Salzungszeit her hätte ich einfach mal gesagt, 3 bis 5 Tage ist ein vernünftiges Ziel. Besser sind definitiv 5 und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns in 5 Tagen einfach wieder und da werden wir uns dann den Lachs anschauen, wie der geworden ist. Bis in 5 Tagen. Herzlich willkommen zurück. 5 Tage sind jetzt vergangen und unser Lachs hat jetzt schön Zeit gehabt durchzubeizen. Das Ergebnis möchte ich euch gar nicht länger vorenthalten. Ihr dürft euch das Ganze jetzt hier mal angucken. Den Beschwerer und Brett nehmen wir jetzt mal runter. Genauso wie unsere Frischhaltefolie. Und ihr seht natürlich, da drin hat sie einiges getan. Also da ist jede Menge Saft aus unserem Lachs ausgetreten. Und wir werden jetzt mit dem Messer unsere Gewürze und den Dill hier oben mal vorsichtig wegschaben. Und jetzt werden wir uns die andere Seite mal auch angucken. Also schaut mal her. Und wenn man hier jetzt drauf drückt, den Lachs, wenn man vor 5 Tagen in der Hand gehabt habt, der war einfach ja weich und hat eine gewisse Konsistenz gehabt und jetzt ist der richtig schön hart geworden. Also auch hier werden wir jetzt mal vorsichtig unsere Beize abschaben und auch die Farbe, die er bekommen hat, das ist grandios. Also vorher einfach dieses Lachsrosa und jetzt so richtig schönes, ja schon fast rot. Das sieht einfach nur mega aus. Den Lachs werden wir jetzt mal rausnehmen. Dazu werde ich mir einfach ein bisschen Küchenpapier schnappen und dann legen wir den Lachs hier einfach mal drauf. Also hier könnt ihr sehen, der ist richtig knüppelbretthart geworden. Die Beize im Übrigen, die braucht ihr nicht ganz wegschmeißen, da hebt ihr euch ein bisschen was auf, denn da werden wir uns jetzt dann gleich so eine schöne Honigsenf-Dillsoße machen. Und da kann man diesen Fond hier wunderbar mit hernehmen. Also wir tupfen das Ganze jetzt bloß einigermaßen ein bisschen ab. Bisschen Dill kann hier oben auch dranbleiben. Das schadet nichts und alles werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht runterbekommen. Aber das passt uns so fürs Erste. Und dann hätte ich gesagt, werden wir den Lachs mal versuchen anzuschneiden. Und hier könnt ihr sehen, ich habe schon mal ein bisschen geübt. Also Ziel ist es hier, dass man hier wirklich sehr schräg mit dem Messer ansetzt und dass man hier einfach in einem sehr spitzen Winkel hier entlang schneidet, dass man an der Haut entlang kommt. Die Haut sollte eigentlich im weitesten Sinne dran bleiben und dann kann man hier richtig schöne Tranchen runterschneiden. Je weiter, dass man dann da nach hinten kommt, umso besser wird das Ganze. Und da werden wir uns jetzt einfach einen schönen Teller hier einmal anrichten. Also einfach mal immer außen rum verteilen, bis der ganze Teller weitestgehend voll ist. Und das schaut einfach super schön aus, wenn man da noch so vereinzelt ein paar Dillspitzele mit oben hat, die von unserer Beize übrig geblieben sind. Da schnappt euch jetzt einfach auch noch ein paar Limettenscheiben und verteilt die hier oben ein bisschen. Und jetzt zeige ich euch als kleinen Bonus noch, wie wir eine schöne Honig-Senfsoße machen. Da nehmt ihr einfach einen schönen Imker-Honig, der ein bisschen flüssig ist. Und da geben wir hier gute 6 Esslöffel mal hinein. Zu unserem Honig darf sich jetzt ein grobkörniger Senf dazugesellen. Da nehmen wir 3 Teelöffel voll. Der Saft einer halben Limette. Da könnt ihr die andere Hälfte nehmen, von der, mit der wir unseren Lachs dekoriert haben. Dann habe ich ja eben gesagt, die Beize hebt euch auf und von unserer Beize, von dem Sud, den wir hier haben, geben wir auch einmal 3 Esslöffel mit dazu, dass da auch ein bisschen Dill mit dabei ist. Da steckt dann auch schon jede Menge an Würze mit drin und prinzipiell wird es reichen, aber ich setze dem Ganzen noch einen drauf und zwar von meinem Shark Norris Gewürz. Werde jetzt ja noch eine gute Prise mit rangeben und dann sollten wir wirklich ein perfektes Süßchen hier dazu haben und das Ganze wird jetzt mit so einem Quirl hier ordentlich vermengt und hier werden wir jetzt einfach so ein paar Spuren drüber verteilen
und ich denke, das kann sich definitiv sehen lassen. Wenn ihr jetzt nur einen frischen Dill habt, könnt ihr hier oben auch noch ein bisschen einen drauf geben. Das werde ich vielleicht nur ganz kurz machen. Werde mein Foto schießen und dann hätte ich gesagt, werden wir unseren Gravid Lachs probieren. So Freunde, jetzt habt ihr gesehen, wie Gravid Lachs funktioniert. Also ihr braucht eigentlich nur 5 Tage Zeit und das Ergebnis ist mega, mega gigantisch, zumindest schon mal vom Optischen. Jetzt kommt der große Geschmackstest. Also ich werde mir hier so ein schönes Stückerl einfach mal nehmen, schön ditchen in meine Honig-Senf-Soße und dann heißt es guten Appetit, Freunde. Das ist ein Gedicht auf der Zunge, Freunde. Das ist atemberaubend. Also ich habe jetzt den direkten Vergleich zu geräuchertem Lachs und einmal zu diesem Gravid bzw. gebeizten Lachs. Der Gewinner steht für mich definitiv fest. Das ist diese Variante, der Gravid Lachs. Zum ersten hat er einfach viel, viel länger durchgezogen. 5 Tage bei meinem Räucherlachs damals waren es nur 1 oder 2 Tage, was ich den durchziehen habe lassen. Der Geschmacksunterschied, der ist wie Tag und Nacht. Also das sei einfach schon mal gesagt. Und auch diese Rauchnote beim Räucherlachs, die war ganz okay. Hätte ich aber nicht braucht, so wie wir sie jetzt beim Gravid Lachs haben. Also der schmeckt auch ohne Rauch. Du lebst einfach von den Gewürzen, die du da rangibst. Und das ist geil. Also diese Dillnote, die wir hier dran haben. Ich bin ein absoluter Freund von Dill. Und wenn ihr einen im Supermarkt gekauft habt schon mal, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und da könnt ihr jeden Lachs einfach vergessen. Ich bin nervös, Freunde, ich bin nervös. Das ist das Nonplusultra, was ihr eurem Gaumen in Sachen Lachs antun könnt. Also besser geht es für mich schon kaum mehr. Hervorragend, Freunde. Ihr habt gesehen, es geht spielend einfach. Könnt ihr gerne mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr auch dieses Geschmackserlebnis mal zu Hause ausprobieren möchtet. Ein riesen Dank geht hier an dieser Stelle raus an den YouTube-Kanal Kalle Koch, denn von dem habe ich dieses Rezept mehr oder minder stibitzt, abgeschaut. Credits müssen hier an dieser Stelle einfach mal sein, also das ist sensationell. Den Kanal werde ich euch hier oben verlinken, auch zum Schluss in der letzten Szene findet ihr nochmal ein Bild, wo ihr seinen Kanal abonnieren könnt. Kalle Koch macht auch richtig geile Sachen, ein Spitzenkoch für mich. Und ja, mit diesen Worten komme ich dann zum Ende dieses Videos. Hat es euch gefallen, Freunde, so wie mir? Immer wieder eine Erfahrung, sowas Neues auszuprobieren, dann gebt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Ich bin dann raus, verabschiede mich, sag danke fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns wieder. Euer McAllister, macht's gut, ciao.